Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind hier in der Orkstadt. Wir werden von zwei Orks verfolgt, aber die tun uns nichts an momentan, weil wir das Ulumulu bei uns tragen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau machen soll. Schauen wir mal hier. Weg in den Schläfertempel. Langsam verstehe ich Xadas Ziel. Ich bat ihn um Hilfe bei der Zerstörung der magischen Barriere. Und er zeigte mir tatsächlich einen Weg. Nur hat dieser Weg überhaupt nichts mit dem großen Erzhaufen der Wassermagier zu tun. Boah, Entschuldigung, muss ein bisschen aufstoßen. Wegen der Kohlensäure. Wo war ich jetzt? Stattdessen verlangt er von mir, einen Weg in den unterirdischen Schläfertempel zu finden. Ich habe den Schaman Urshak vor der Orkstadt wieder getroffen. Er verriet mir, dass ich nur mit Hilfe eines orkischen Zauberspruchs in die Vorhalle des unterirdischen Tempels gelangen kann. Die anderen Ork-Schamanen bewahren solche Zauber in ihrer Höhle auf. Es gibt noch einen weiteren Weg, in den Tempel zu gelangen. Auf der heiligen Säule der Ork-Schamanen steht eine Schläferfigur, die das Tor zum Tempel öffnet. Allerdings werden Urshaks Brüder wenig begeistert sein, wenn sie bemerken, dass ich mich ihrer heiligen Ikone bediene. Okay, also muss hier irgendwo... Achso, das ist so ein doppelläufiger Tunnel. So. Wo war hier dann der Ausgang? Muss dann hier irgendwo sein, ne? Ja. Ich glaube aber echt, die werden dann eher wenig begeistert sein, wenn ich hier jetzt... ...ja, die... ...eine Statue vom Schläfer irgendwie raushole. Kann ich... Ich glaube, ich sehe die da oben. Ist das die? Ich glaube, das ist die. Die muss ich irgendwie runterholen. Ansonsten komme ich hier, glaube ich, erstmal nicht weiter. Was gibt es hier noch? Minecrawler Plattenrüstung. Der Bandit Wolf aus dem neuen Lager bot mir an, aus den Panzerplatten von Minecrawlern eine Rüstung anzufertigen. Er zeigte mir, wie man die Panzerplatten von toten Crawlern entfernt. Xardas, der Dämonenbeschwörer. Endlich habe ich Xardas gesucht, doch die Begegnung verlief völlig anders als erwartet. Er interessierte sich überhaupt nicht für den Erzhaufen, sondern erzählte mir den ersten Teil der Historie des Schläfers. Ich bin nicht sicher, wie ich Saturas vom Verlauf dieses Gesprächs berichten soll. Stimmt, wir müssen zu Saturas auch noch. Dann gehen wir mal lieber dahin. Ich weiß hier jetzt erstmal nicht weiter. Und lass die Orks mal hier in Frieden fürs Erste. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Urshak dann reagieren wird, wenn ich die hier alle auch töten würde. Es sind aber auch sehr viele Ork-Krieger hier. Wir gehen mal, am besten. Ja, mal gucken, wie weit die mir jetzt noch hinterherlaufen. Greifen die ihn an? Es sind drei Ork-Clan-Krieger hinter mir. Ich weiß jetzt, warum haben die ihn jetzt attackiert? Also, gerade haben die ihn erstmal nicht attackiert, aber jetzt auf einmal? Okay. Erstmal was für die Heilung tun, für die Gesundheit. Das ist erstmal wichtiger. So, und dann hier wieder auf. Rachestahl. Ist aber zweihändig. Wir bleiben hierbei.
Und nehmen mal die Fackel wieder mit. Ich glaube, wir schlachten lieber die Ork-Krieger zumindest ab. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch die anderen Orks töten sollten. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder da pennen. So. Dann können wir eigentlich nochmal in die eine Mine reingehen. Und gucken, ob da wieder ein paar neue Minecrawler gespawnt sind. So. Ah, es regnet. Okay. Warte mal, ich habe eine Idee. So, und geht schneller. Hast du mit Xardas gesprochen? Ja, habe ich. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas. Er muss uns helfen. Sei gegrüßt. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Jordian? Sei gegrüßt. Zeig mir deine Ware. Jo, wir können eigentlich noch ein paar andere Sachen ihm hier vielleicht andrehen. Was haben wir hier? Ein Horn. Dann die Dinger. Fackeln behalten wir. Die Flügel. Die Krallen. Wolfsfelle. Zähne. Lurkerhaut. Lurkerklaue. Orkhundfell. Sonst haben wir hier nichts mehr. Dann gönnen wir uns jetzt mal die ganzen Dinger. Ja, gut. Dann haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr Vorrat. Okay, Weg in Verbannung aus dem alten Lager. Nicht klar warum, aber muss etwas mit in meiner Fokussuche für das neue Lager zu. Hier kann ich jetzt nicht weitermachen, ne? Ja gut, wir gehen aber dann trotzdem nochmal in die Mine. Schauen mal nach, ob da wieder paar neue Minecrawler sind. So, wie sieht's mit Erfahrungspunkte aus? Da müssen wir sehr viel noch sammeln. Ja, wieder dieselbe Leier, genau. Naja, gut, also. Ja, wir müssen skillen. Die sind wichtig, die brauchen wir. Und ich hätte schon doch gerne eine bessere Rüstung. Nur ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, die schwere Gardistenrüstung zu holen. Das hätte ich gerne viel, viel früher gehabt. Boah, kann es sein? Ne, hier
kann jetzt nicht neu gespawnt sein, oder? Ne, hier ist nichts Neues gespawnt. Schade. Ja, das wäre jetzt schön gewesen, wenn da jetzt wieder was Neues da gewesen wäre. Hier ist auch irgendwie nichts Neues. Hast du keine neuen Leute? Verstärkung von Lee ist auch nicht da. Also hier die Mine ist tot. Die andere halt nicht. Und da haben wir wieder Gorn. Oh, ich hoffe, die Minecrawler sind da. Und Gorn ist jetzt hier. Okay. Geht's aber auch nirgendwo weiter, ne? Ich habe irgendwas gehört. Die Frage ist nur, was habe ich jetzt gehört? Warte mal, hatte ich nicht das Rasiermesser gebraucht? Na komm, nicht so. Ja. Schauen wir jetzt erstmal, ob die wieder da sind, die Minecrawler. Ich hoffe ja. Nee, bisher nicht. Tarok ist auch immer noch da oben. Aber keine neuen Minecrawler. Bin ich jetzt hier umsonst gelaufen oder wie? So, habe ich noch die Teleportation an? Ja. Ach, kann ich mich hier jetzt nicht rüber teleportieren oder wie? Ja, super. Der soll aufhören, das da. Nee, das weg. Ja, nicht runterfallen. Hier, hoch, bitte. Ja, toll. Keine neuen Minecrawler. Wie vervollständige ich jetzt hier die Menge an Dingens hier? Minecrawler-Platten. Erstmal die ewig lange Treppe hier hoch, Leiter. So, und hier nochmal. Oder habe ich hier vielleicht auch ein paar Gänge über... egal. Vielleicht gibt es hier noch eine Mine, wo ich rein kann, wo nochmal diese Minecrawler sind. Okay, Musik war gerade ganz kurz anders.
Ah ne, warte, das war ja der Weg. Ich müsste mal hier die anderen Minen auch nochmal. Gibt es hier eigentlich noch eine dritte Mine? Also, beziehungsweise, es gibt ja die alte Mine, die freie Mine und die verlassene Mine. Gibt es aber nicht noch eine Mine vielleicht? Wo ein paar Minecrawler vielleicht unterwegs sein könnten? Damit wir hier, ja, bei Wolf die Rüstung uns holen können. Das wäre nämlich super, wenn wir uns die Rüstung noch schnappen könnten. Warte mal, schauen wir mal, ob hier wieder Viecher gibt's. Ne, hier gibt's keine Viecher. Hier gibt's keine Viecher. So. So. Wir brauchen ein Rasiermesser eigentlich. Den haben wir aber nicht mehr, oder? Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Nee, den hatten wir verkauft. Warum hatten wir den jetzt verkauft? Wir haben nur 14 Panzerplatten. Aber eins für dich, man muss ja nicht gleich wieder wissen. Wir quatschen trotzdem nochmal mit Wolf. Den. Solange ich damit nichts zu tun habe. Hallo. Hi. So, Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wie komme ich auf den Weg? Das hatten wir schon. Und ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich falsche nicht. Okay, Bogenstufe 2, 50 Erz, 20 Lernpunkte. Kriegen wir nicht hin, wir haben nicht die Lernpunkte gerade. Wir haben 0. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Aber was die Rüstung angeht, haben wir, glaube ich, bei dem momentan kein. Wow. Keine Möglichkeit, jetzt erstmal ihm das anzubieten, anzudrehen. Also das reicht nicht, was ich da habe. Was könnte ich hier noch? Ulberts Lagerschuppen. Wir könnten auch mal in die andere Mine gehen nochmal. Gucken, vielleicht sind da auch wieder ein paar neue Minecrawler. Ansonsten weiß ich jetzt erstmal gar nicht, was ich machen soll. Außer vielleicht das Ork-Lager ein bisschen dezimieren. Und es fängt wieder an zu regnen. Es regnet jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel hier. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ja, hier gibt es wieder welche.
Dann gibt's da wieder auf. Ja, da ist wieder ein Dodo. Also ein Scavenger. Nice. Können wir uns den auch noch. So. Dann ist da vorne auch wieder ein neuer Varan bestimmt. Ja, geil. Nice. Achso, unten Maulred ist auch noch hier. Den habe ich total vergessen, dass die hier noch gab. So, dann können wir gehen. Das heißt, dann da oben gibt es dann wahrscheinlich auch wieder neue Kreaturen. Aber wir müssten einmal nochmal die komplette Map absuchen. Was habe ich eigentlich für Dingens hier jetzt? Ich habe hier Feuerfall, Telekinese habe ich noch. Teleport zum Wassermagiern, Eisfall, Verwandlung Wolf. Stück eines Eisgolems. Hier muss wieder ein neuer Dodo sein, oder? Ja, hier ist ein neuer Dodo. Hier ist ein neuer Dodo. Ah, ich glaube, wir gehen mal da lang. Ich hab's gewusst, dass hier wieder was ist. Und da ist auch wieder was. Hatten wir die Höhle schon mal? Ich glaube schon, dass wir die Höhle auch durchsucht haben. Aber dann ist hier bestimmt auch wieder was drin, oder? Nein. Keine neuen Viecher. Okay. Aber wir müssen jetzt auch stark genug sein, die restlichen Leute in der alten Mine da auszuschalten, oder? Da haben wir wieder einen Dodo. Komm her. Komm her. Komm. Na komm. Den machen wir auch noch. War der nicht normalerweise mal oben? Jetzt ist er hier unten. Komm. So, den nehmen wir auch noch mit. Und dann auch zur Mine. Ach stimmt, in der Mine war das Problem eher, wenn die mit dem Bogen angriffen, dass das hier, dass meine Rüstung nicht stark genug gegen die war. Ja, Snapper sind auch wieder da. Okay, wir schalten stattdessen dann den ganzen Wald hier nochmal aus. Den haben wir nicht mitgenommen gehabt. Okay. Wie kam das?
Die neuen Viecher sehe ich jetzt hier nicht. Hier ist noch eine Höhle, die ich noch nicht gesehen hatte, oder? Doch, hier waren wir schon mal. Ist alles leer, nämlich. Da hinten ist auch nichts Neues an Kreaturen, oder? Nee. Gucken wir mal da oben. Vielleicht sind da ein paar neue Snapper. Ja, geil. Nur einer? Doch, zwei. So, den holen wir uns auch noch. Und mal gucken, ob da wieder was Neues ist. Vielleicht auch wieder so ein Riesentroll. Der gab ja 1000 Erfahrungspunkte. Ne, wie sieht's da oben aus? Gibt da wieder Harpien? Sieht nicht so aus. Dann können wir hier wieder gehen. So, dann können wir auch mal schauen, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt, Erfahrungspunkte zu sammeln. Uns fehlen noch knapp 8000. 8000 Erfahrungspunkte. Wie kriegen wir die jetzt auf die Schnelle her? Egal, wir gehen trotzdem einmal in die alte Mine. Höllenpilze und oder Sklavenboot. Ah, ich sehe schon noch ein Dodo. So. Oh, noch ein paar Blutfliegen, nice. Ja, komm. Du bist der Nächste. So, und so. Den holen wir uns auch noch mal eben schnell. Okay, finde ich krass, dass der Lurker auch noch mit nur einem Schlag eigentlich wegging. Ah, ein Kobold ist auch noch da. Zwei Kobolde. Ah, Goblin. So. Die Erfahrungspunkte lasse ich mir ja nicht entgehen. Oh, dann kann es sein, dass die, wie heißen die da, die Sumpfhaie auch wieder da sind. Das heißt, da müssen wir auch nochmal hingehen und gucken, dass wir die mal ausschalten. So. Ich habe so das Gefühl, wirklich schneller ist das auch nicht mit dem Springen. Dann wären wir auch schon mal hier.
Und dann würde ich sagen, gehen wir hier in der nächsten Folge rein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.